be strong. Hi, ich bin Elisabeth von So geht Canva und ich werde dir heute eine neue Funktion von Canva vorstellen, und zwar die Smart Mockups. Ich weiß nicht, ob du es schon entdeckt hast. Canva bietet unter den Effekten nun auch entsprechende Smart Mockups an und du kannst mit einem Klick dein Design richtig cool auf einem Smart Mockup entsprechend präsentieren. Egal ob Tasse, T-Shirt, Visitenkarte, Handy, Laptop, richtig cool. Also lass uns nicht lang drum rumreden, log dich ein in deinen Canva-Account und schon legen wir los. Ich habe mich jetzt schon wieder in meinen Canva-Account eingeloggt und mir einfach einen weißen Instagram-Post aufgerufen. Wie immer funktioniert das Ganze aber natürlich auch in jeglichen anderen Formaten. Wir wollen uns heute ja die Smart Mockups anschauen, die Canva als richtig cooles neues Feature eingeführt hat. Und dafür habe ich mir in den Medien hier einfach schon mal das Cover von meinem PDF, das ich auch als Freebie zur Verfügung stelle. Ich verlinke euch das Ganze auch nochmal in der Infobox. Und zwar habe ich da einen entsprechenden Guide zusammengestellt, wie du mit Canva deine Instagram Reels Titelbilder erstellen kannst und was du da entsprechend da beachten solltest bezüglich der Größe, dem Format, um dann auch dein Reel Titelbild schön in deinen Instagram Feed posten zu können. Und habe dir da auch schon eine kostenlose Canva Vorlage dazu gebastelt. Also wenn du da Lust drauf hast und es nutzen möchtest, dann schaue gerne in die Infobox, da habe ich entsprechend den Link dazu reingepackt. Das hier ist quasi das Cover von der PDF-Vorlage, die ich damit zur Verfügung stelle. Und dieses PDF bzw. dieses Cover möchte ich jetzt natürlich schön in einen Mockup verpacken, damit es einfach auch bei Social Media schön beworben werden kann. Oder eben auch zum Beispiel auf der Internetseite als kleiner Teaser zur Eintragung in den Newsletter eingefügt werden kann. Also wie du siehst, ich habe mir jetzt hier erstmal in den Medien letztendlich das Cover hochgeladen, das ich in meinen Mockups verwenden möchte. Der nächste Schritt ist dann folgender. Und zwar gehen wir hier unter die Effekte. Und da haben wir jetzt die Smart Mockups. Wenn die bei dir noch nicht auftauchen, dann hast du in der Regel hier ganz unten einen entsprechenden neuen Button, wo drüber steht Smart Mockups, und dann klickst du da einfach drauf und ich denke, dann musst du, glaube ich, nur angeben, jetzt anwenden, und schon taucht diese neue Funktion hier ganz normal bei dem Duoton und sofern du eben auch hier die Canva Pro Variante nutzt unter dem Background Remover auf. Ich hatte dir in einem vorangegangenen Video auch schon mal die neue Funktion der Shadows und der Frames vorgestellt und im gleichen Zug kamen eben auch die Smart Mockups mit entsprechend als neues Feature. Du kannst hier mal auf alle Anzeigen gehen und da siehst du schon, dass dir hier Canva ganz, ganz viele Varianten, um dein Produkt schön als Smart Mockup darzustellen, anbietet. Also egal, ob du hier entsprechend dein Produkt auf einem Handy-Desktop oder auf einem PC-Desktop darstellen möchtest. Oder wenn du zum Beispiel T-Shirt-Design anbietest, musst du jetzt nicht mehr ständig dein T-Shirt fotografieren und es online stellen, sondern du hast natürlich auch die Möglichkeit, einfach dein Design auf ein entsprechendes Smart Mockup hochzuladen, um dann deinen Kunden zu verdeutlichen, wie dein Produkt zum Schluss ausschaut. Und da haben wir hier ganz viele Möglichkeiten. Einerseits ein Smartphone, das wir auswählen können, wo dann letztendlich unser Produkt rein platziert wird. Und du siehst, hier zum Beispiel wird einiges abgeschnitten. Dafür sind dann auch hier wieder die Regler da, auf die du draufklicken kannst. Und dann hast du hier auch noch die Möglichkeit zu sagen, ich möchte, dass es reinpasst in entsprechend den Rahmen. Ich möchte das selber fitten, also reinpassen, wie es sein soll. Ja? Dann kannst du hier mit den Reglern spielen. Und Canva passt es dann entsprechend an. Dann hast du natürlich noch viele weitere andere Mockups, die du nutzen kannst. Also einerseits siehst du hier Smartphones, andererseits siehst du hier Computer-Desktops oder Laptops, die du nutzen kannst. Wirklich ganz cool mit einem Klick
und sofort ist das Ganze eingefügt. Und wie schon gezeigt, hast du hier die Möglichkeit, mit diesen Reglern auch noch selber nachzujustieren, wo und wie du dann dein Design in dieses Mockup platzieren möchtest. Was auch richtig cool ist, sind zum Beispiel hier Karten, die du auswählen kannst. Also wenn du zum Beispiel Visitenkarten erstellst, dann kannst du hier dein Design auf entsprechende Visitenkarten-Mockups abbilden lassen. Oder zum Beispiel hier, wenn du Grußkarten erstellst, kannst du hier auch eins von diesen Grußkarten-Mockups auswählen. Also da gibt es ganz viele unterschiedliche Varianten, die du auswählen kannst. Hier dann hast du auch die Möglichkeit, Karten auszuwählen ohne einen entsprechenden Hintergrund, also wirklich hier nur mit entsprechendem Schatten, was natürlich auch ganz cool ist. Oder was ich auch immer ganz schön finde, also das hier zum Beispiel finde ich eine ganz coole Geschichte, oder hier mit der entsprechenden Hand, die wirklich nur dann dein Produkt zeigt, wie es dann letztendlich aussieht. Dann hast du hier auch die Möglichkeit, Poster und Rahmen auszuwählen, was auch eine ganz coole Geschichte ist. Zum Beispiel, wenn du Yoga-Lessons gibst, also Yoga-Stunden, könntest du zum Beispiel ein entsprechendes Design erstellen, das dann hier ausschaut, als würde hier ein Poster aushängen und eben eine interessierte Kundin mit der Yogamatte deine Werbung zu deinem Yogakurs zum Beispiel lesen. Oder hier wäre quasi dein Design platziert bei der Rolltreppe runter zum U-Bahn-Schacht zum Beispiel, wo die Leute dann dran vorbeikommen und sich das anschauen würden. Was auch richtig cool ist, ist zum Beispiel auch dieser Rahmen hier, sehr schlicht gehalten und setzt halt wirklich nur dein Produkt dann entsprechend in Szene. Du hast Bücher, also Bookcover zum Beispiel, wenn du sagst, du bist ein Schriftsteller oder du designst entsprechende E-Book-Cover oder Buchcover, dann kannst du zum Beispiel deine Designs hier auf entsprechende Bücher platzieren lassen und alles wirklich mit einem Klick. Und was auch richtig cool ist, wenn du wirklich hier Klamotten designst, dann hast du die Möglichkeit, eben dein Design hier auf die unterschiedlichsten Klamotten darstellen zu lassen, also entweder Hoodies oder entsprechende T-Shirts. Da gibt es ganz, ganz viele Auswahlmöglichkeiten und hier findest du sogar auch Tassen, die du auswählen kannst, um dein Design drauf zu platzieren. Also probier dich da einfach mal durch, da kann man richtig coole Sachen damit erstellen und wie du siehst, es funktioniert wirklich nur mit einem einzigen Klick durch Auswahl des Smart Mockups. Und schon ist dein Design entsprechend rein projiziert in das entsprechende Smart Mockup. Also richtige coole Geschichte. Probier dich da einfach mal aus. Ich hoffe natürlich, das Video hat dir gefallen und du hast festgestellt, was für coole Sachen du mit den Smart Mockups alles machen kannst. Wenn du Bock hast auf mehr Input zum Thema Canva, dann hinterlass mir einen Daumen hoch, abonniere meinen Kanal, trag dich auch gerne in meinen Newsletter ein, da wirst du auch immer versorgt mit frischen Tipps und Tricks rund um Canva. Und ich wünsche dir natürlich ganz viel Spaß bei deiner Designerstellung und wir sehen uns bis zum nächsten Mal.